So, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück hier bei Factorio. Und der Papalapap hat auch nochmal reingefollowt. Vielen Dank für den Support. Und herzlich willkommen auch an dich. So, wie gesagt, wir werden jetzt mal so ein paar Dinge hier aus dem Weg räumen, die wir brauchen, um an unser 180 Millionen Eisenerzvorkommen ranzukommen. Gleichzeitig ist das jetzt auch die letzte Stunde von Factorio für heute. Wir werden ja morgen nochmal unseren Open-End-Stream-Abend machen oder Stream-Tag, wie auch immer. Und da werden wir nochmal richtig durchstarten. Ja, moin. Ah, da ist auch einer. Wo gehen wir denn längs am besten? Wenn wir hier diesen ganzen Kleinkram mitnehmen wollen, ne? Ach, hier sind die ganzen Klippen. Aber da sollten wir trotzdem mit einer Doppelstrecke durchkommen eigentlich. Ja, easy. Das sollte passen. Ja, dann gehen wir oben längs. Genau, dann gehen wir nämlich hier durch. Und jetzt ist die Frage. Genau, hier hinten kommen wir ja wieder runter. Hier. Müssen wir nur den Waldenbüschen wegschießen, aber das passt auch dann. Ja, das ist okay. Oh, es sind ein paar viele diesmal. Müssen nur so ein bisschen die Energie im Auge behalten. Oh, geht noch. Okay. Ja, komm, räumen wir die mit aus dem Weg. Alles noch im Rahmen. So, warte mal. Genau, da wollen wir auf jeden Fall hin und da wollen wir hin. Das wird energietechnisch noch ein bisschen interessant hier. Aber so viel Zeit muss sein. Genau, gehen wir da weiter. Die da oben brauchen wir nicht aus dem Weg räumen. Hier das kleine Fizzle-Ding, das nehmen wir nochmal mit. Batterie im Auge behalten. Ja, wir haben jetzt schon in der Rüstung, ne? Ah ne, da ist ja nur einer drin, das stimmt. Oh. Vielleicht verzichten wir mal in Zukunft auf zwei weitere Exoskelette. Oder auf vier Geschütztürme. Wobei ich nicht genau. Ja, müssen wir gleich mal testen. Mal gucken. Weil wir brauchen ja hiermit nicht unbedingt schnell laufen. Eigentlich nur, wenn die. Hier ist ja überall Wald auf dem Vorkommen. Oh Gott. Ja, ich ahne Schlimmes. Ich denke, wir gehen hier unten vorbei. Die Basis hier, die muss auf jeden Fall weg. Ach, ist eine Klippe. Oha. Oha. Hier sind diese Geschützwürmer, ne? Da müssen wir aufpassen. Oh. Ja, das sind die Geschützwürmer. Und moin, Pianomann. Willkommen zum Stream. Können wir so ein bisschen mithelfen hier mit unserer Uranmunition. Wow. Unsere Energie. Verdammt. Da ist jetzt ja nicht mehr so viel, ne? Ja, siehst du, hat noch gepasst, okay. Ja, damit ist unser Vormarsch erstmal so ein bisschen, ne? Gebremst, sagen wir es mal so. Und eigentlich müssen wir jetzt nur noch rechts rüber, also Richtung Osten quasi weiter. Hier den Kram hier unten, den können wir auch stehen lassen eigentlich, wobei hier. Ja, machen wir den Kleinkram hier erstmal weg. Da haben wir auf jeden Fall noch. Oh, das ist gar nicht so viel Kleinkram hier. Aber das hier auf jeden Fall. Kommen wir da hoch? Nee. Verdammt. Oh. Das ist mit dem Energieansatz, den wir gerade haben, nicht unbedingt so gut. Aber die Viecher kriegen wir schon weg. Ja. Wir brauchen in der Rüstung auf jeden Fall einen zweiten Reaktor, so einen tragbaren. Ein Panzer machen wir später. Ich finde den Panzer, der ist immer so sperrig irgendwie.
Ja, die von unten sind halt auch getriggert. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber, naja, irgendwann ist es ja immer, ne? Komm, das kriegen wir doch noch hin. Ja, stimmt. Mit Tab könnten wir die Waffen auch wechseln, ja. Aber ist nicht so wild. So, die anderen hier, die bleiben erstmal stehen anscheinend. Okay. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Mehr oder weniger. Den Quatsch hier oben sollten wir vielleicht auch erstmal stehen lassen. Also wir werden uns dann wahrscheinlich irgendwann hier rüber schlängeln, darüber... Hier unten durch. Hier würde dann ein Bahnhof hinkommen. Wir können ja den Blueprint auch drehen nachher. Ja, und dann können wir hier das Erzvorkommen in Beschlag nehmen. Und hier müssen wir noch, ich sag mal, diesen Bereich hier weghauen. Und die Basis können wir auch überspringen. Ja, das sollte gehen. Okay. Energie halt, ne? Ah, die da oben kommen auch. Schade. Oh Gott. Genau, da wollte ich mich nicht hin. Genau, dann kommt der Kleinkram hier weg. Oh. Was? Wir haben Klippensmiley? Moment, wo? LOL! Jetzt, wo du sagst, ja. Oh, nicht schlecht. Lol, ey. Sachen gibt's? Ja, dann reißen wir das hier nochmal eben weg. Genau, dann kommen wir hier wunderbar zu unserem Ultra-Erz-Vorkommen. Und mit dem Ding hier haben wir erstmal ausgesorgt, ey. 180 verdammte Millionen Eisenerz. Wahnsinn, hier haben wir noch. Oha! 28 Millionen Uranerz. Das ist echt heftig. Aber, wie gesagt, wir werden dennoch die ganzen kleinen Vorkommen hier mit weghauen. Ob wir das hier jetzt mitnehmen, das ist so eine Sache. Ja, aber den Kleinkram bauen wir, wie gesagt, ein paar Zwischenhaltestellen ein. Und dann passt das. Okay. Das heißt, den Punkt haben wir. Vielleicht werden wir nachher nochmal gucken oder morgen, dass wir den Kram hier oben noch weghauen. Aber mit der geringen Energie. Menge, die wir gerade noch dabei haben. Ich muss oben längs. Das ist gerade eher ein bisschen tricky. Und die Waldrodung, ja, machen wir auch, glaube ich, später, oder? Ja, wir müssen nachher mal gucken, wo wir genau längs gehen, da mit dem Zug. Das Ding hier kann noch weg. Ja, da sollten wir vielleicht nicht so dicht vorbeigehen, ne? Na, da vielleicht auch nicht unbedingt, aber das geht noch, genau. Ja, dieses Smiley, ey. Zu genial. Ach, Granaten, ja. Haben wir gar nicht dabei, aber könnten wir holen von der Produktion unten. Ich lasse die Rüstung mal ein Weilchen an, damit die sich wieder aufladen kann. Wir laufen damit zwar nicht so schnell, aber das ist okay erstmal. Ja, hier wird ganz schön weggesaugt. Aber es scheint auf jeden Fall nichts über zu sein. Gerade nochmal beim Öllager schauen. Oder Artillerie, genau, das würde auch gehen, klar. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die stehen auf unserer To-Do-Liste hier drauf. Ja, Artilleriezug und so weiter. Machen wir alles noch. Und wir werden noch mehr Basen ausräuchern müssen als diese, die gerade zufälligerweise hier auf dem Weg sind. Also wir sehen, es ist noch genug da. Wir werden das nachher, auch wenn wir hier bauen, werden wir das weiträumig clearen. Und da wir ja sowieso eine Zugstrecke dahin bauen, würde es sich quasi anbieten, da dann den Artilleriezug einzusetzen. Ja, also das kriegen wir schon hin, keine Panik. So, unten ist voll, das ist gut. Und hier ist leer, das ist nicht gut. Aber die Tanks füllen sich ja auch auf.
sind schon... die sind schon voll hier. Cool. Ja, die noch nicht so. Ja, okay, cool. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Überschuss, was das angeht. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten 6,8, 6,8. Da ist noch genügend drin. Was haben wir hier eigentlich noch am Start? Ah! Wir könnten schon mal Urantreibstoff vorbereiten, wo ich sowieso generell gerade mal diesen Kram hier sehe. Weil das Ding ist nämlich voll. Und dafür brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Uran-235. Das machen wir aber so halb manuell. Zack, ich will mal Escape drücken. Verdammt. Genau, Montageanlage haben wir, Kiste haben wir. Wir brauchen nur von unten ein bisschen Uran-235. Und der Rest ist an sich dann ein Selbstläufer. Jo, also wie gesagt, diese Artilleriezuggeschichte, das können wir morgen vielleicht mal angehen. Wie viel braucht das Zeug? Ein. Ja, okay. Ich nehme erstmal so viel mit, mal gucken. Genau, wie gesagt, wir werden die ganzen Züge halt umrüsten, dass sie halt mit diesem Uranbrennstoff fahren. Oh, zu weit gelaufen. So, warte, da haben wir sie. Setzen wir erstmal hier hin. Wir werden das so halbautomatisch machen mit einer weiteren Kiste dann. Und du stellst her... Wo ist es denn? Ist nicht jemand dabei? Moment mal. Ach, der wird, ach ja, stimmt. Das wird ja in der Zentrifuge gebaut. Upsi, ganz vergessen. Dann benötigen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen und ein bisschen Kupfer, beziehungsweise eigentlich brauchen wir rote Schaltkreise und ein paar Zahnräder. Okay, rote Schaltkreise kriegen wir hin. Die liegen hier unten irgendwo rum, genau. Reicht schon. Und dann noch ein bisschen Eisen. Erstmal eine. Eventuell brauchen wir noch eine mehr. Mal gucken. Warte mal, stimmt. Können wir auch mal ausprobieren, diese Artillerietürme. Ja, mal gucken. So, wir brauchen noch ein paar Zahnräder hier, aber so viel Zeit muss sein. Genau, aufgrund der erhöhten Produktion bauen wir hier wieder ordentlich Kunststoff durch. Ich meine, wir haben dafür genügend Reserven. Ja, wir haben nochmal zwei Fabriken, also zwei Stränge, die quasi Kunststoff herstellen. Daher ist das kein Problem. Solange der hier priorisiert wird, ist alles gut. Es reicht dicke. Und das auch. Wunderbar, es funktioniert. Dauertest bestanden, würde ich mal sagen. So, die Zentrifuge ist fertig. Zack. Strom machen wir gleich. Genau, da das Uran rein, dann brauchen wir noch einen Output und noch einen Greifarm für den Input. Genau. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Allgemeine Verwirrung mal wieder. So, das dauert relativ lange. Aber das ist okay. Wir könnten hier bei Bedarf auch noch Festbrennstoff reinschmeißen. Aber an sich haben wir, glaube ich, nicht viel über. Was wir aber schon mal machen können. Wir haben ja hier, was die Züge angeht, ne, haben wir noch sau viel Brennstoff über. Die ganzen Kisten hier sind ja voll, die fahren Ewigkeiten damit. Und so lange müssen die gar nicht mehr. Dementsprechend würde ich vorschlagen, clearen wir mal dieses Förderband hier. Und schmeißen den ganzen restlichen Kram erstmal in diese Brennstoffproduktion. Und dann werden wir demnächst dann irgendwann unsere neuen Bahnhöfe bauen. So.
Ja, das lohnt sich erstmal wieder. Werden wir auch irgendwann dann komplett automatisiert herstellen, aber jetzt erstmal fürs Erste ist das nicht so wild. Da haben wir den ersten, jawohl. Das sind 1,21 Gigajoule. Was macht denn so ein Festbrennstoff? Alter, ist das ein Unterschied? Leck mich fett. Das ist geil. Das ist richtig nice, ey. Ach so, auch das Ding hier können wir clearen, ne? Da soll erstmal nichts Neues nachkommen. Der hier links von uns, der muss auch noch weg. Weil der Zug fährt ja noch mit Holz. Ja, und den Rest kam hier von den Bahnhöfen. Da reißen wir dann irgendwann mit unseren Robotern ab. Apropos, unsere Rüstung ist voll. Baurüstung, genau. Genau, den war clear. Der Rest hier fährt noch mit Holz. Ja, Bei dem Holz werden wir den Rest dann irgendwann einfach vernichten. Einfach wegschießen das Ganze und dann ist gut. So, dann hat der Laden erstmal was zu tun. Oh, die sind ja nur einzeln stackbar. Wahnsinn. Stimmt, genau. Wir können uns schon mal Gedanken machen zur Munition, was die Artilleriegeschütze angeht. Sprengstoff und explosives Kanonengeschoss. Nochmal Sprengstoff. Okay. Sprengstoff ist nur ein Zwischenmaterial, ne? Ja, hier. Ah. Schwefel, ich verstehe. Ja, gut. Könnten da was klauen. Wir brauchen das Zeug ja nicht dauerhaft, sage ich jetzt mal, ne? Habe ich noch eine Chemiefabrik? Warte mal, was brauchen wir noch? Kohle ist ja auch da und Wasser auch. Wir probieren das mal aus. Ich habe aber keine Chemiefabrik mehr, anscheinend. Ups. Ach da. Achso, gleich die Urangeschosse. Ach stimmt, die haben wir ja auch noch dabei. Habe ich gar nicht gesehen gerade. Atombombe nicht. Ja, gut. Ich rede jetzt eigentlich von Artilleriemunition. Gibt es da auch Urangeschosse für, oder was? Das ist ja eine Panzergranate. Ich weiß nicht, welche Art von Munition diese Artilleriegeschütztürme alle verschießen. Wir können mal einen bauen. Ich brauche nur ein bisschen Eisen. Gucken wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen genauer an. Wir haben mal Zeit. Und wenn der Geschützturm die Uranmunition frisst, dann nehmen wir halt die so lange, ja. Das stimmt. Ja, der braucht auch ganz schön lange, bis er gebaut ist. Aber naja, ich denke mal, die Einschläge sind spürbar, was das angeht. Wie viel braucht er davon? Jeweils einen immer, okay. Und diese hier, die sind stackbar, okay. Dann werde ich mal gleich in weiser Voraussicht hier noch eine Kiste hinstellen. Dass wir den ganzen Quatsch gleich noch ein bisschen weiter verteilen können. Haben wir so ein bisschen größere Lagerkapazitäten. Achso, Artilleriegranaten und sonst keine anderen. Mhm. Also mal Panzergranaten. Ich meine auch, dass der Turm nur die Dinger hier frisst. Wir gucken mal rein. Gut, sagt er nicht. Steht das nicht dabei, was der braucht? Hm.
Ich denke, wir machen das mit den Artilleriegeschossen, weil wenn das ein Artilleriegeschützturm ist, wird er auch die Artilleriegeschosse brauchen, eine Granate. Und die hier nicht. Das hier sind ja Panzergranaten. Die ist ja, das ist ja Munition für einen Panzer dann quasi, ne? Oder, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kriegen wir das hier überhaupt noch rein? Warte mal, hier ist Wasser, ne? Boah, Hilfe. Ich setze den mal dahin, dann haben wir ein bisschen Platz. Und du stellst her Sprengstoff. Ja, denke ich auch. Genau, und dafür braucht man ein explosives Kanonengeschoss. Dafür brauchen wir nochmal Sprengstoff. Gut, dass hier schon ein Loch drin ist. Okay, cool. Wir können ja mal eben hier noch Wasser wegsnacken. Oh, nee, das ist nicht gut. Vielleicht machen wir das dann doch ein bisschen anders. So, zum Bleistift. Jetzt kriegen wir aber... Obwohl, warte. Ja. Andersrum. Nein, verdammt. Das Rohr ist voll im Weg. Der packt es dann rüber, dann machen wir das wie folgt. Und zwar müssen wir dann, warte mal, den einen umbauen. Und dann sollten wir das Problem eigentlich im Griff haben. Ja, die Fabrik hier ist normalerweise halt nicht dafür ausgelegt. Aber das passt so. Und dann nochmal eine andere Munition. Und diese hier meinst du? Das ist ja eine Atombombe. Also, wir nehmen jetzt diese hier erstmal. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Weil ich sehe, der Chat ist sich auch nicht einig. Ah, das reicht nicht, verdammt. Dann machen wir das halt so. Kohle fehlt noch. Das können wir ganz easy hier drüber regeln. Genau. So, dann Output. Gut, packen wir das erstmal dahin. Dann haben wir schon mal den Sprengstoff da. Jetzt brauchen wir ja den Quatsch hier. Und nachher dann den Quatsch hier. Und ein Radar. Ach so, ich verstehe. Wegen Zielsuchen und so. Was für eine Fernsteuerung meinst du? Hier ist auf jeden Fall keine angezeigt. Oder kann man das irgendwie upgraden? Aber ist jetzt mal egal. Ich will nur erstmal wissen, welche Munition da reinkommt. Also, ich gehe davon aus, dass es die ist, ne? Hatten wir ja schon das Thema. Reicht. Ich glaube, wir bauen erstmal das Ding hier, oder? Ja, würde sich anbieten. Wird hergestellt in ganz normaler Montagegeschichte, oder? Kann auf jeden Fall. Okay, gut. Ich setze sie mal dahin. Und dann brauchen wir hier jetzt noch Kunststoff, das haben wir hier oben liegen, und Stahl, habe ich gesehen. Stahl kriegen wir auch irgendwie ran, von da zum Beispiel. Das sollte also gehen. Dann legen wir den Output mal hier nach rechts rüber. Und dann mit dem Tunnelgedöns. Ah, da kommen wir doch bestimmt unter durch, oder? Komm schon, jawohl. Genau, und Kunststoff müssen wir dann nur hier abzwacken. Ja, okay. Ja, dann machen wir da einen Input. Ja. Wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal nach, was wir gleich noch brauchen alles. Ja, und dann machen wir den Rest. So, Stahl haben wir, Kunststoff schnappen wir uns hier über so ein easy Teiler-Gedöns. Machen nur so einen kleinen Knick rein und der Rest wird dann vom Greifarm erledigt. Wie gesagt, auch das ist erstmal nur temporär hier, das ganze Ding. Wir haben an sich alles erforscht, außer diese Erweiterung hier halt. So, Strom wäre mal nicht schlecht, ne?